Ja, warum die Deutsche Bahn immer zu spät kommt, darauf gibt es keine so leichte Antwort. Egal, ob es beim Bier in der Bar ist oder beim Bowling, aber man kommt immer irgendwie auf den Ursprung Verkehr zurück. Ich selbst rede ganz gerne mal über Straßenbahn, weil ich das auch nebenberuflich mache. Ich war nie bei der Parkeisenbahn. Ich hatte tatsächlich eine Modellbahn, um vielleicht das zweite Klischee abzufrühstücken. Der Verkehr der Zukunft muss sich auf jeden Fall radikal verändern. Wie man sagt, der beste Verkehr ist der, der gar nicht erst entsteht. Hallo, ich bin Birte, ich studiere Verkehrsingenieurwesen und ich vertiefe Verkehrssystemtechnik und Logistik für Bahn- und ÖPN-Verkehr. Hallo, mein Name ist Natalia Lobko, ich studiere im dritten Semester Bahnsystemingenieurwesen im Master. Ich bin Henrik, ich studiere Verkehrsingenieurwesen in der Vertiefung Luftverkehr und Logistik. Ich bin Hosea, ich studiere Verkehrsingenieurwesen jetzt im siebten Semester. Ich bin Jasper Mörchen, ich studiere Verkehrsingenieurwesen im Diplom jetzt im siebten Semester. Ich bin Sophie, ich studiere Verkehrsingenieurwesen jetzt mittlerweile im 11. Semester. Ich bin Aaron, 20 Jahre alt und studiere Verkehrsingenieurwesen im 3. Semester. Studierende der Verkehrswissenschaften unterhalten sich am liebsten über Verkehr, richtig? Ja, eigentlich schon. Es ist einfach ein gemeinsames Interesse. Ich selbst rede ganz gerne mal über Straßenbahn, weil ich das auch nebenberuflich mache. Ich unterhalte mich mit Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit Freunden total gerne über Verkehr. Wir reden viel über Verkehr. Egal, ob es beim Bier in der Bar ist oder beim Bowling, aber man kommt immer irgendwie auf den Ursprung Verkehr zurück. Es ist zwar schön, dass wir das verbindende Element haben, aber es gibt natürlich viele weitere andere Interessen. Was ist dein Lieblingsverkehrsmittel? Das Fahrrad. Mein Lieblingsverkehrsmittel ist eigentlich das Fahrrad. Bei mir Bahn und Bus. Der Bus, tatsächlich. Wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, es wäre die Bahn. Für mich ganz klar die Straßenbahn. Also da ich Luftverkehr vertiefe, ist das auch definitiv, hat das hohen Stellenwert. Aber ich bin auch super gern mit dem Fahrrad unterwegs, egal ob im Wald, auf der Straße. Macht sehr viel Spaß, einfach alles zu fahren. Im Studium seid ihr alle Plane- oder Trainspotter, oder? Da ich ja Bahnsystemingenieurwesen studiert, sind wir auf jeden Fall Trainspotter. Ich würde mich da auch selber zuzählen, halt Planespotten. Wenn man mal die Gelegenheit dazu hat, dann fotografiert man halt was. Ist ja cool, das festzuhalten. Aber es trifft auf jeden Fall nicht auf alle zu. Also ich kenne auch genug Leute, die da nicht so große Fans sind. Muss man als Kind bei der Parkeisenbahn gewesen sein, um das hier zu studieren? Man muss als Kind nicht bei der Parkeisenbahn gewesen sein, um Verkehrsingenieurwesen zu studieren. Allerdings, es ist natürlich vom Vorteil, wenn man sich von vornherein dafür interessiert und begeistert. Ich war nie bei der Parkeisenbahn. Ich hatte tatsächlich eine Modellbahn, um vielleicht das zweite Klischee abzufrühstücken. Aber es gibt viele Menschen, die keines davon haben und im Zweifel mindestens so gute Verkehrsingenieure werden, wie ich das vielleicht mal werde. Fährst du häufig Straßenbahn? Und wenn ja, was ist eigentlich deine Lieblingslinie? Ja, ich fahre sehr gerne Straßenbahn oder auch häufig. Und da ist es die Linie 2, weil die bei mir zu Hause langfährt. Zurzeit sind meine Lieblingslinien tatsächlich die 3, die 10 und die 2, weil dort die neuen Fahrzeuge drauf fahren. Meine Lieblingslinie ist definitiv die 7. Eine Lieblingslinie habe ich nicht unbedingt, aber ich fahre sehr, sehr gern von der Neustadt aus über die Augustusbrücke mit dem Blick auf die Altstadt. Ich fahre tatsächlich nicht häufig Straßenbahn. Mein Lieblingsverkehrsmittel in der Stadt ist ganz klar das Fahrrad. Und in Dresden halte ich das auch geschwindigkeitstechnisch für absolut konkurrenzfähig. Warum kommt die Deutsche Bahn eigentlich immer zu spät? Boah, das hat bestimmt viele Gründe und ich glaube, das können andere fast besser beantworten. Ja, warum die Deutsche Bahn immer zu spät kommt, darauf gibt es keine so leichte Antwort. Da spielen einfach viele Faktoren mit rein. Meines Erachtens ist einfach hoch ausgelastetes System. Am größten wiegt wahrscheinlich der Punkt, dass sie kaputt gespart wurde. Die Eisenbahn ist in den vergangenen Jahren sehr stark zurückgespart worden. Es gibt einen großen Rückstau an Investitionen. Es liegt oftmals an fehlender Infrastruktur, es liegt oftmals an Sparmaßnahmen in der Vergangenheit. Weil das Netz oder die Infrastruktur einerseits so veraltet ist und einerseits so eine hohe Zugfolgedichte auf den Strecken herrscht, dass es eigentlich keine Möglichkeit gibt oder die Möglichkeit sehr gering ist, nicht zu spät zu kommen. Aber lernt ihr hier im Studium, wie man das besser machen könnte? Es wird schon sehr viel Fokus darauf gelegt, dass man in der Betriebsplanung Verbesserungen erstreben kann. Wir lernen, wie man Bahnhöfe baut, sodass sie resilienter sind gegen Störungen. Wir lernen, wie man Fahrpläne optimiert. Wie zum Beispiel, es gibt in Leipzig den Citytunnel, da kommt jede S-Bahn alle 5 Minuten. Man könnte natürlich den Fahrplan anpassen und sagen, dass man zwischen den Zügen einen gewissen Abstand lässt, um diese Verspätungsanfälligkeit einfach zu reduzieren. Das ist vielleicht auch das Ziel eines Tages daran, ein bisschen mitzuwirken, das zu verbessern. Spielt ihr im Studium eigentlich wirklich Modelleisenbahn?
Ja, die Frage spielt jetzt wahrscheinlich auf das Eisenbahnbetriebslabor an, unten im Keller. Das ist wie eine große Modellbahnplatte, aber da werden natürlich die realen Prozesse simuliert, um das fürs Studium besser aufzubereiten. Wir haben hier Gleisanlagen, die nachgebildet sind, als ob sie es in der Realität wären. Also wir sehen hier einen Bahnhof mit elektronischem Stellwerk. Wir lernen, wie man so ein Stellwerk bedient. Wir lernen in Grundzügen, wie man mit Störungen umgeht. Man telefoniert miteinander, man meldet Züge an und meldet Züge ab. Insofern ja, wir spielen quasi Modelleisenbahn. Ist auch eine Pflichtveranstaltung für alle. Wie sieht der Verkehr der Zukunft deiner Meinung nach aus? Meiner Meinung nach sieht der Verkehr der Zukunft deutlich grüner aus, zum Beispiel durch autofreie Innenstädte, durch Förderung des ÖPNV, des Fußverkehrs und des Radverkehrs. Ich glaube, es sollte ein bisschen stärkerer Fokus auf ÖPNV und Eisenbahnverkehr im Allgemeinen liegen. Gerade auch was Güterverkehr angeht, gehört eigentlich mehr auf die Schiene als auf Straßen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend ist, bei größtmöglicher Mobilität, also bei größtmöglichem Mobilitätsbedürfnis der Menschen, möglichst wenig Verkehrsbelastung zu erzeugen. Das heißt, möglichst wenig Staus zu erzeugen, möglichst wenig Lärm zu erzeugen, möglichst wenig klimaschädliche Emissionen zu erzeugen. Und das ist die große Aufgabe. Das heißt insbesondere auch, dass elektrische Antriebe eine sehr viel größere Rolle spielen, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Der Verkehr der Zukunft, den sehe ich in einer Verkehrsbündelung und möglichst in einer Verkehrsbeseitigung. Also, dass man möglichst wenig Verkehr hat. Wie man sagt, der beste Verkehr ist der, der gar nicht erst entsteht. Das war's mit dieser Sitzgelegenheit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die letzte Folge des Formats findet ihr hier oben in der Endcard und darunter findet ihr noch eine gute Frage zum Thema autonomes Fahren, also passend zum Thema Verkehrswissenschaften. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, einen Kommentar und ein Abo für den Kanal. Bis zum nächsten Mal.